Wir sind für euch auf die IFA gefahren, um die neuesten Techniktrends zu erkunden. Und ja, die große Überschrift ist Smart Home bzw. künstliche Intelligenz. Wie das aussehen kann, lassen wir uns überraschen. Und wenn es um automatisches Kochen, Kochunterstützung geht, macht es natürlich Sinn, wenn wir uns das Ganze nicht alleine anschauen, sondern wenn wir hier nochmal professionelle Hilfe bekommen. Und dafür habe ich mir eingeladen, den Carsten. Carsten kennt ihr schon aus unseren Kochvideos. Hallo. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und lasst euch verzaubern von den Technik-Highlights und bei diesem Video wie immer viel Spaß. Carsten, du hast ja klassisch schwarze Geräte in deiner Küche. Ganz genau. Wir haben hier einen neuen Farbton von Miele und zwar Pearl Beige. Nennt sich dieser Ton. Wurde nämlich auf der Euro Cucina in Mailand, hatte dieser Farbton Weltpremiere. Okay. Jetzt hier auf der IFA und Marktstart wird sein im Laufe des Novembers 2024, also dieses Jahr noch. Ja. Allerdings erstmal für die Artline Geräte, okay. Heißt für die Geräte ohne Griff. Mhm. Und wie findest du den Ton? Elegant. Passt zu sehr vielen anderen Farben, zu sehr viel, auch zum Holz passt er sehr gut. Finde ich sehr schick. Würde ich mich auch dafür entscheiden. Jetzt. Na, du hast ja eine Küche im Holzdekor. Ja. Würde dieses Gerät natürlich in dem Farbton sehr gut reinpassen. Ja. Aber ja, wie gesagt, nicht nur Holztöne harmonieren damit sehr gut, sondern halt wirklich die Beige, die Sandtöne. Grautöne haben wir hier auch noch so den einen oder anderen mit dabei, wo das sehr gut harmoniert. Ich finde ja in der Vergangenheit den Graphitgrauen schon sehr schön, weil der halt ein bisschen die Härte, die Schärfe rausnimmt. Und hier haben wir jetzt noch einen zweiten Ton, der ähnlich ist, aber halt eben weniger kühl, sondern mehr die warmen Töne bedient. Ja. Und das Schöne daran ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt sehen, bei dem Graphitgrau hast du das natürlich auch nicht. Ne, sondern, also du siehst die Finger nicht. Auf dem Schwarzen, das wirst du kennen. Ja, kenne ich. Stört mich auch. Wirst du das immer sehen? Ja. Ne, bei Graphitgrau und wie gesagt hier bei Pearl Beige hat man das jetzt halt nicht mehr so dominant. Das geht im Design ein bisschen unter. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Kleiner Wermutstropfen hat das Ganze natürlich. Denn für den Ton Pearl Beige wird der Glaston Brillantweiß bei Miele weichen. Okay. Aber ist ein würdiger Nachfolger. Ja. Würde ich denken. Wunderbar. Okay, lass uns mal schauen, was Miele noch zu bieten hat. Ja, Carsten, bis dato gab es bei Miele ja nur das Diamond Finish als kratzresistente Oberfläche im Kochfeld. Ja. Jetzt neu Matt Finish. Ja. Die Oberfläche dürfte dir ein Stück weit bekannt vorkommen. Kommt sie mir auch. Und ja, natürlich dürfen wir auch hier testen. Wir haben hier ein 80 cm breites Induktionskochfeld mit insgesamt 6 Zonen. Kochzonen. Das Ganze. Wenn wir es einschalten, haben wir dann hier die Miele-typische Bedienung. Ja. Intuitiv, einfach gehalten. Ja. Jede Kochzone hat ihren eigenen Slider. Ja. Man kann das Ganze für Bräter, für große Pfannen miteinander kombinieren. Das ist richtig gut. Und dann würde ich sagen, wir testen das ganz einfach mal, wie das aussieht. Ich streue, du verreibst. Ganz genau. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also bitte, wer so ein Kochfeld nicht zu Hause hat, nicht nachmachen. Also Carsten, du zählst dazu. Du hast zu Hause nicht so ein Kochfeld. Also richtig fest aufdrücken. Das ist das. Also das ist jetzt Puderzucker. So, also wir haben jetzt hier richtig Mehl und ich würde sagen, wir haben ja hier den Lappen, dann nehmen wir das mal, testen das. Ah, das ist spektakulär. So, das ist natürlich, mach das mal so. Ja. Na, also sauber, keine Kratzer. Beweis, es funktioniert auch bei Miele. Und jetzt haben wir natürlich hier das Kochfeld. Und nebenan haben wir das Kochfeld mit integriertem Abzug. Und da gehen wir einfach mal rüber. Genau. Denn hier haben wir die Variante mit insgesamt 4 Kochzonen, auch die übereinander liegenden wieder brückbar. Mhm. Wir haben die komplette Fläche zur Verfügung, weil die Bedienung ist jetzt hier in die Mitte gerückt. Das ist ein Unterschied zu dem reinen Kochfeld.
Und ja, jetzt sehen wir schon, der Abzug ist eingeschaltet. Ja. Und wir haben hier ein spezielles Miele-Geschirr, das auch neu, was im Deckel die Aussparung hat, damit dann der Dampf, hier der Phrasen direkt zum Abzug geleitet wird, damit halt wirklich die Gerüche relativ schnell eingefangen werden und dass wir natürlich auch in der Küche dann eine saubere Luft haben. Fett soll natürlich auch mit dort vom Phrasen her reingesaugt werden. Und ja, von der Optik her fügt sich das Ganze natürlich auch sehr edel in matte Oberflächen ein. Ja. Na, also gerade wenn ich eine schöne Steinarbeitsplatte oder wie du, hast du eine Dekton-Platte in schwarz-matt, würde das natürlich wunderbar bei dir passen. Perfekt reinpassen. Genau. Und wäre dann nicht der schwarz glänzende Faktor. Und wie gesagt, da das Kochfeld matt ist, haben wir natürlich auch hier die Möglichkeit wirklich einer sehr einfachen Reinigung. Mhm. Ne? Da reicht ja in der Regel dann ein feuchtes Tuch zu, drüber wischen mit einem trockenen Tuch nochmal drüber, ohne jegliche Chemie. Und dann haben wir das Ganze wieder sauber. Ganz klasse Fazit. Sache, ja, wunderbar, ganz klasse, ganz praktisch. Weil ihr Köche seid immer mal so, dass ihr so schon automatisch immer der Kochplatte. Man schwenkt immer. Selbst auf der Induktionsplatte, wo man es eigentlich nicht macht, aber es ist automatisch. Ist bei euch automatisch drin. Ja. Man lernt es auch so. Und hier könnt ihr das dann jetzt hier kann man das machen. Perfekt durchführen. Okay, wunderbar. Dann glaube ich, gibt es noch das ein oder andere Highlight, was wir hier am Stand erleben. Und ich würde sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, Thema Smart Home auf der IFA ja vollumfänglich bei allen Herstellern. Jetzt bei Miele schauen wir einfach mal, was wir hier sehen. Letztes Jahr als Prototyp vorgestellt. Dieses Jahr soll es dann ja in die Serienfertigung gehen, beziehungsweise dann Anfang nächstes Jahr über die Software-Updates ausgerollt werden, und zwar mit der Synchronisierung. Mhm. Weil, was ist das Problem in der Küche? Ja, das Zeitmanagement und das unterschiedliche Garverhalten von Produkten. Das ist das Hauptproblem. Kennst du das ja perfekt aus? Ja, jeden Tag setze ich mich damit auseinander. Das gelingt oft mal mehr und mal weniger gut, aber es ist immer Thema, Genau. Aber hier haben wir jetzt wirklich eine Software in den Geräten, die dir das Ganze abnimmt. Voraussetzung ist, dass die Geräte natürlich im Haus-Netzwerk integriert sind, dass sie miteinander kommunizieren können. Ja. Und der eine Ofen fragt den anderen Ofen ab, wann bist du fertig? Ja. Und kann dann an der Stelle sein Gericht quasi darauf abstimmen. Wir haben als Beispiel hier die Kartoffeln, die gedämpft werden sollen. Das Ganze wird dann in Summe 25 Minuten dauern. Und hier unser Ofengemüse mit dem Fisch auch weniger 10-12 Minuten. Und somit wird dieses Gerät einfach später starten, damit es dann beides zusammen fertig ist. Beides zusammen fertig sind und du brauchst dich nicht drum kümmern. Richtig. Zeit für was anderes. Setzt natürlich voraus, dass man zwei Geräte hat. Ja, eben. Das ist so. An der Stelle. Und dann haben wir ja hier noch eine Geschichte, und zwar haben wir hier ein Gerät mit Kamera und wir haben hier genau die Gerichterkennung bzw. die Lebensmittelerkennung, und das Gerät schlägt uns dann vor, was haben wir drin und welche Heizart macht an der Stelle Sinn. Ganz genau. Ja. Ja, also auch hier nimmt uns das Gerät einfach in der Zukunft Arbeit ab. Wir müssen uns nicht intensiv mit der Zubereitung beschäftigen, sondern bekommen hier die Unterstützung vom Gerät. Klasse, wunderbar. Ja, und was ist, wenn wir fertig gekocht haben und es bleibt was übrig? Jetzt darum, wie ich das lagere. Oder genau, dann geht es darum, dass wir das Ganze einlagern. Und da wird in Zukunft Miele uns hier natürlich einmal Boxen zur Verfügung stellen und dann natürlich auch über die App entsprechend eine Lagerlogistik, denn wir haben hier auf den Boxen überall QR-Codes. Warum jetzt hier mehrere QR-Codes drauf sind, das werden wir gleich sehen. Und hochinteressant, also wir haben verschiedene Größen. Wenn wir den Deckel abnehmen, das kennt ihr ja schon von Töpfen, kann man verwenden in den verschiedensten Geräten. Im Temperaturbereich und in den Geräten auch. Na, also ich kann es klar in die Spülmaschine packen, ich kann es in die Mikrowelle packen, ich kann es in den Froster packen, in den Ofen, ganz klassisch. Na, also ich kann das dann gleich für das Erwärmen, das Regenerieren, wenn wir mit Dampf arbeiten, ganz genau, benutzen.
Und Carsten, dann mach doch einfach mal den Kühlschrank auf. Zweimal klopfen. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier eine kleine Schale drin stehen. Und jetzt wissen wir, warum wir hier mehrere QR-Codes haben. Denn wir können einmal von vorne das Ganze anschauen oder je nachdem, wo die Schale gelagert ist, können wir von oben drauf gehen. Und die App sagt uns, wie lange ist das Lebensmittel haltbar, wann soll es verbraucht werden. Genau. Und die Idee dahinter ist, dass wirklich die App uns ein, zwei Tage vor Ablauf daran erinnert, dass wir dieses Lebensmittel gelagert haben. Es sagt uns, wo wir es gelagert haben, ob im Kühlschrank, im Frost, in der Speisekammer. Mhm. Und ganz wichtig, es gibt uns dann auch schon einen Verarbeitungsvorschlag. Ja. Ne? Also es gibt uns einfach schon eine Rezeptidee bei, wie man das Ganze in den nächsten zwei Tagen verarbeiten kann. Effizient verarbeiten kann. Was sagst du dazu? Ja, perfekte Lösung. Also hast du uns ja heute schon gesagt, dass du Rezepte googelst. Ja. Jetzt gibt dir quasi deine Lagerhaltung schon einen Rezeptvorschlag vor. Zur Verwendung. Ja, Carsten, das waren jetzt die Eindrücke vom Miele-Stand. Ja. Mich interessiert jetzt aber, wie fandest du die komplette IFA? Für dich war das ja also, neu. Das war für mich eine vollkommen neue Welt. Ich bin erstaunt, wie weit die Industrie schon vorausdenkt. Das ganze Netzwerken von den verschiedenen Geräten, selbst die Lagerwirtschaft wird mit eingebunden. Das ist faszinierend, das begeistert mich. Die Materialien sind, finde ich, im oberen Bereich oft angesiedelt. Das Design stimmt. Ja, das Thema Essen ist ein Riesenthema in der Gesellschaft und finde ich, wird hier auf der Messe, die einzelnen Hersteller setzen das wunderbar um. Mhm. Und ich spreche natürlich auch so ein bisschen aus Küchen, Profiküchenalltag. Dort findet man sicherlich noch Situationen, wo man davon träumt, mit diesen modernen Geräten zu arbeiten. Ja. Aber letztendlich ist es auch so und es gibt immer Vorreiter und andere ziehen danach. Ja, also ich bin geflasht und begeistert und gerne wieder. Ja, also das große Thema war halt wirklich Smart Home KI. Das hat sich bei den Herstellern durchgezogen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ja, es wird, die moderne Technik wird Einzug in unsere Haushalte, in unsere Küchen wird einziehen. Ja. Da werden wir nicht drum rumkommen. Und ja, es war sehr spannend, das alles zu sehen. Ja. Dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einfach hier über die IFA zu begleiten. Ich denke mal, war nochmal ein ganz anderer Einblick. Wenn du als professioneller Koch nochmal dein Feedback gibst. Und ja, wenn ihr an weiteren interessanten Videos interessiert seid, Inspiration für eure Küchenplanung sucht, empfehle ich euch die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Ciao, euer Carsten im Grünschnabel im Bautzen.